Wir freuen uns sehr, Ihnen heute eine Ausstellung vorzustellen, von denen vielleicht, über die manche von Ihnen sich vielleicht gefragt haben, warum jetzt Lawrence Alma Tadema im Belvedere. Aber wenn Sie die Ausstellung gesehen haben und wenn Sie die Texte lesen, wenn Sie sich mit dieser faszinierenden Künstlerpersönlichkeit beschäftigen, wenn Sie unseren Kurator Alfred Weidinger dazu hören, wenn Sie den Direktor des Fries-Museums Chris Callens dazu hören, dann wird sich Ihnen erschließen, dass diese Ausstellung uns sehr viel zu erzählen hat über eine spannende Epoche der Kunstgeschichte, einer Zeitgeschichte, die sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat und einem künstlerischen Oeuvre, das nicht nur unsere Wiener Künstler ihrer Zeit sehr beeinflusst hat, sondern auch die Populärkultur. Ich habe schon gesagt, diese Ausstellung zeigt uns nicht nur schöne Bilder, sie zeigt uns sehr schöne Bilder, viele schöne Bilder, aber sie erzählt uns etwas von einer Zeit durch einen Künstler, der, wie gesagt, im Mittelpunkt des künstlerischen Geschehens seiner Zeit gestanden ist, was in dem Jahrhundert, in den vielen Jahrzehnten seither in Vergessenheit geraten ist. Es ist diese Epoche des Viktorianismus, des Historismus. Wir schauen heute auf diese Zeit der Kunstgeschichte ganz anders. Und wenn Sie sich vor Augen führen, dass sich Alma Tademas Lebensdaten nur mit einem Unterschied von wenigen Jahren mit denen von Paul Cézanne decken, dann wird auf einmal schlagartig klar, dass uns Jahre und Jahrzehnte ein anderer Blick auf die Kunstgeschichte mehr interessiert hat als auf Künstler wie Alma Tadema und Künstler, die seiner Schule angehören. Aber es ist umso lohnender, die Kunstgeschichte auch immer wieder neu zu betrachten und sozusagen umzugraben, andere Blicke auf sie zu werfen, um auch zu verstehen, wie auch ein Cézanne zum Beispiel in seiner Zeit gestanden ist und auf welchen Künstlern eigentlich in dieser Zeit das Schlaglicht der Aufmerksamkeit gelegen ist. Was die Forschung hier anbelangt ist, die Frau Stella-Rohlig hat es ja schon gesagt, es passt natürlich vollkommen ins Programm des Belvedere. Wir haben ja, wie Sie wissen, wir haben uns also gerade in den letzten 10 oder 15 Jahren, was uns das Haus hängt, intensiv mit Grundlagenforschung auseinandergesetzt. Das war eine wichtige Arbeit. Und jetzt sind wir, glaube ich, so weit, dass wir den nächsten Schritt machen können. Das können wir auch über den Teller anschauen. Das heißt also nach den intensiven Aufarbeitungen der klassischen Moderne in Wien steht so jetzt an, also auch die Künstler anzuschauen, die vor allem von unseren Künstlern, vor allem von den Künstlern der Wiener der klassischen Moderne rezipiert worden sind. Und Alma Tadema, also wenn Sie ihn heute lesen oder wenn Sie, wie Sie die Einladung erhalten haben, wenn Sie sich wahrscheinlich oder einige von Ihnen vielleicht gedacht haben, wer ist das eigentlich? Was macht der Belvedere? Was macht der in Wien? Es gibt sehr, sehr wohl einen Bezug. Es ist in seiner Zeit war er absoluter Star. Es gab also kaum einen teuren Maler in seiner Zeit. Wie er dann gestorben ist, war es mit ihm vorbei. Also kein Mensch hat sich mehr für ihn interessiert. Auch das hat die Frau Rollig bereits sehr erwähnt. Man muss immer schauen, also wo steht man dann international, in welcher Zeit ist man. Und solange ein Künstler am Leben ist, solange betreibt er ja sein Werk und versucht es lebendig zu halten und in den Vordergrund zu rücken. Nur wenn es dann keine Förderer mehr gibt, dann ist das vorbei und das ist ihm auch passiert. Und dann ist er wirklich in ein vollkommen tiefes Loch gefallen. Und dann, das hat dann etwa gedauert, also würde ich fast sagen, so 6 oder 7 Jahrzehnte. Zuerst so etwa in den 1970er Jahren begann dann wieder sein Interesse aufzukeimen. Das heißt, die Kunstwissenschaft auf der einen Seite, die Sammler, aber auch die Museen haben reagiert und haben ihn wieder ausgestellt, haben ihn in den Vordergrund gerückt und haben versucht, sein Werk auch wieder neu aufzuarbeiten unter neuen Aspekten. Das ist auch ganz interessant, da ging es wieder mal kurz, also auch in den, nicht ganz in den Keller, aber da war dann vielleicht im Erdgeschoss. Und in der Zwischenzeit ist er vor allem auch durch Auktionsergebnisse wieder ganz weit nach oben gerückt. Und ich glaube also, dass sein Höhenflug, der hat erst begonnen, der wird sich noch weiter fortsetzen, weil diese Zeit muss ihn berücksichtigen. Also man kann die Kunstgeschichtsschreibung hier nicht, oder in der Kunstgeschichtsschreibung kann man nicht aus einem Maler vergessen, vor allem hier auch auf dem Festland, auf dem europäischen.
man muss auch die mit einzubeziehen und vor allem auch in die Interaktion. Das ist auch unser Geschäft im Museum, dass wir versuchen, dann auch zu interagieren. Also Sie können auch ganz sicher sein, dass das nicht die letzte Ausstellung ist, in der Sie Alma Thalhammer sehen, natürlich hier seine Personale, sondern auch in weiterer Zukunft, dass wir jetzt immer wieder Bilder von Alma Thalhammer geben, die dann beziehungsvoll zu den österreichischen Zeitgenossen oder auch zu anderen, also wenn wir jetzt an die österreichische Monarchie denken, die dazugestellt werden. Ich habe vorhin erwähnt, also Auktionspreise, der Markt ist einfach relevant, das ist so. Also auch hier im Museum beugen uns am Ende, weil die, also nicht so, dass wir uns vom Markt beugen lassen, aber wir reagieren darauf, und zwar deswegen, also es gibt ein, zum Beispiel ein Auktionsergebnis, dieses Werk, also hier die Auffindung von Moses, also hat er vor etwa 10 Jahren, hat es dann plötzlich über 30 Millionen Euro gebracht in den Auktionen, das war also bis dahin, das ist einfach der höchste Preis, der jemals für den Alma Thalhammer erzielt worden ist. Und dann wird er plötzlich rezipiert, nicht? Also so beginnt das in den Medien, also wie hier, die schreibt es dann einfach über so ein Bild oder über so ein Auktionsergebnis. Dann setzt man sich natürlich auch mit dem Thema auseinander, was ist es eigentlich? Und plötzlich also steigt das Interesse, auch also der Leserschicht, die einfach mehr über diese Kunst, über diese Künstler zu erfahren. Und dann geht es weiter. Und dann im Museum sind wir oft dann die Letzten, nicht ganz die Letzten, weil die Letzten sind dann die Rezipienten, unsere Besucher. Aber wir reagieren da genauso und versuchen uns dann also intensiv mit Künstlern, die dann auch vielleicht neu wieder entdeckt werden, also jetzt auseinanderzusetzen. Aber dann das Museum ist dann schon verantwortlich dafür, dass dann eine breite Basis gemacht wird, auf der der Künstler dann auch oder sein Werk dann auch wirklich stehen kann. Das, was ich auch merke im Laufe der Zeit ist, und das, durch das Research Center zeigt sich das sehr gut, weil ich da ja sehr intensiv also mit eingebunden bin, dass die Forschung, dass sie auch einer gewissen Mode unterlaufen ist oder unterworfen ist. Was nicht heißt, dass wir jetzt auf Modeereignisse reagieren, aber die sind Wellen, nicht? Also hier, das hat in den 1970er Jahren begonnen, dass sich die Kunstgeschichte wieder mehr mit diesem Künstler auseinandergesetzt hat. Und dann flaut es wieder ab und dann geht es wieder weiter. Aber das Interessante, und ich finde das auch nicht schlecht, ich finde es auch gut, das ist auch mit Kunst auf Link, dass mir das passiert, auch wenn es vielleicht für Sie nicht so wirklich spürbar ist. Aber ich merke sehr, sehr wohl, wenn ein Interesse an Link, dass es wieder weiter runtergeht oder dann wieder steigt. Weil jetzt, also vor dem 1918er Jahr oder 2018er Jahr, haben wir natürlich jetzt noch wieder einen Treib zu erwarten. Und dann bin ich sicher, geht es dann wieder mal wieder runter. Aber das ist insofern ganz gut, weil sich die Forschung nämlich weiterentwickelt. Also die Werkzeuge, die Tools, die wir haben, die sind ganz unterschiedlich. Also wie ich begonnen habe, also mit wissenschaftlicher Forschung, da ist man halt in die Bibliotheken gegangen und hat ausschließlich sich mit Büchern auseinandergesetzt. Denn für die Bücher kannst du da gar nicht das mitnehmen, dann musst du es im Lesesaal bringen. Und dann hast du aber die Möglichkeit, da kommt aber das Internet dazu. Und durch diese Digitalisierung, die Fortschritte, die wir auch bei uns im Institut sehr intensiv betreiben, hat auch die Forschung wieder, da gibt es wieder neue Forschungsansätze, neue Möglichkeiten. Und einer der wesentlichsten also Impulse, die auch von dieser Ausstellung ausgeht, die wir im letzten Mal machen, der war in Leverkusen viel intensiver, weil es natürlich das prioritäre Produkt war dieser Forschung. Das ist auch der Film. Also was Sie sehen werden im nächsten Rahmen, ich muss nur dazu sagen, dass ein Monitor funktioniert nicht, aber Sie sehen zumindest die historischen Filme. Es hat Filmemacher gegeben, schon in der Stummfilmzeit, die sich am Alma Thalhammer orientiert haben, die Träger echt kopiert haben. Und das geht dann also hin bis zum Play-Editor etc. Das sind Filme, die Sie auch da drin sehen, die wirklich, und das sagt sie auch, auch bei der Eröffnung in Leeuwarden, waren ja auch die Regisseure teilweise da und haben auch davon erzählt, über ihre Sichtweise, wie sie mit dem Alma Thalhammer umgegangen sind, was sie von dem Film genommen haben und wie sie es dann in den Film mit eingebaut haben. Aber genauso gut kann es auch weitergehen, weil wenn ich heute nur die diese Ausstellung und das ist ja sehr bequem, sehen wir ja fast selbst so in der ein Salonier. Das war ja auch das Besondere in der Wiener Moderne. Ich komme keine Sorge, also ich erzähle es nicht von Wien die ganze Zeit, sondern aber nur, es ist nur wichtig, das zu wissen, weil hier die Wiener Moderne funktioniert. Die Wiener Moderne war ja so, es waren ja keine Reisen. Nicht? Also in der ganzen österreichischen Monarchie, alle anderen sind gereist. Also in Budapest, die ungarischen Künstler sind gereist, die tschechischen Künstler sind gereist, die galizischen Künstler sind gereist. Alle sind hier rum in ganz Europa und haben sich angeschaut, also die Kunst vor Ort gesehen und haben sie vor Ort studiert. Nur die Wiener waren extrem faul und der Urfaust war Gustav Link, der in seinem Sessel gesessen ist und sagt, na gut, jetzt bauen wir unsere Sezession und jetzt lassen wir die Künstler hierher bringen. Sozusagen in dieser Situation sind wir jetzt auch, wir bauen das auf und das forschen, es gibt ja nichts Paradiesinteresse wie das hier. Natürlich nicht aus der Perspektive von Klimt, also aus unserer Perspektive, dass wir sagen, okay, wir haben diese Ausstellung hier und jetzt lernen wir. Wir fangen jetzt erst zu lernen an. Natürlich ist eine Kooperation, eine wissenschaftliche Kooperation, aber das die vollzieht sich im Wesentlichen auf einem digitalen Niveau. Ja, es ist einfach so geworden. Aber dann, wenn du wieder da hast, dann kommst du plötzlich darauf, was ist dieser Alma Thalhammer? Da kommst du plötzlich darauf, das war ein Mensch, der sich ganz intensiv mit der Fotografie auseinandergesetzt hat. Und wenn sie über einzelne Bilder geht, dann werden sie sehen, was es ausmacht. Das war ein Meister des Halbschattens.
ist vollkommen ein Wahnsinn, dass es einen Künstler gibt, der sich mit den Halbschatten auseinandersetzt. Aber das thematisiert er plötzlich. Und wenn Sie schauen, vielleicht nicht so in diesem Raum, aber in den anderen Räumen, schauen Sie ganz bewusst, der fokussiert auf die Menschen, die sich im Halbschatten bewegen. Das ist sein Thema. Und das nimmt er aus der Fotografie mit, weil er sich intensiv mit diesem Medium in dieser Zeit auseinandergesetzt hat. Das sind Dinge, die sind vollkommen neu. Die hat auch noch keiner bearbeitet. Das ist die Forschung, hört ja nie auf. Das geht immer wieder weiter. Wir werden diese Impulse noch austragen, wir werden es auch versuchen. Und warum ist er dann auch so interessant? Also auch Talbot Adenauer. Warum war er auch so interessant jetzt aus der Wiener Moderne? Und warum ist er auch heute, aus heutiger Sicht so interessant? Weil er versucht hat, auch die Antike, was einer der wenigen, also sein Alleinstellungsmerkmal von ihm ist, dass einer der wenigen ist, der sich wirklich mit der Antike ganz intensiv auseinandergesetzt hat, um sie zu integrieren in sein Leben. Jetzt sind wir wieder bei der Idee des Gesamtkunstwerks. Und wenn man das den Begriff Werding eh schon überstrapaziert ist, kann man sagen, dass Albert Adenauer definitiv ein Künstler war, der das gelebt hat. Der seine Bilder hat er gelebt. Und wenn Sie da einen Toten sehen hier, ja, das ist also der Fanfare und der Sohn, der gestorben ist, dann ist es etwas aus seinem Leben, weil auch sein Sohn, sein erster Sohn, gestorben ist. Und er sieht sich drin. Und wenn Sie die anschauen, da kann sich das natürlich der, das ist immer das gleiche Modell. Ja? Und sie ist auch dasselbe wie die hier, ja, seine Frau. Aber am Ende, und wenn Sie nur genug die Ausstellung sehen, sie ist eine unglaubliche Vielfalt an Porträts. Das, was er macht, im Gegensatz zu den ganzen französischen Malern der klassischen Moderne, ja, was machen die Franzosen? Idealisieren alles. Ja? Was wollen sie? Sie wollen Sex, Erotik, das wollen sie zeigen. Und da suchen sie halt irgendwelche Göttinnen heraus, damit sie legitimieren können, dass man einen bloßen Busen zeigen kann oder was auch immer, oder eine verdeckte Scham. Da greifen die Franzosen in die tiefsten Schubladen rein und holen irgendwelche Halbgötter raus aus der griechischen oder römischen Antike, um das zu legitimieren, was sie wollen, nämlich also Erotik und Sexualität zu vermitteln. Und bei ihm ist es etwas anderes, aber immer sie verschönern, sie idealisieren. Wenn Sie die französische Malerei anschauen, da sind immer, die Künstler haben so ein Schema für einen schönen Frau-Typen, seine schöne Frau, die er entwickelt, und den gibt es dann immer wieder, die wiederholen sich immer wieder. Das hat auch nichts mit Fotografie zu tun, aber Österreich und auch in England, by the way, und auch in Norwegen, nicht in Norwegen, sondern in den Niederlanden, die haben sich immer mit der Fotografie auseinandergesetzt. Ja? In der französischen klassischen Moderne war sie verboten. Das war ja die Fotografie, auch wenn sie es ja geführt haben, aber die war ja nicht erlaubt eigentlich. Ja? Und wenn du es Maler gesagt hast, du setzt dich mit der Fotografie auseinander, dann bist du verzweifelt worden im Salon. Aber hier war das legitim. Und auch bei ihm. Und das ist es, was man sieht. Also hier, was er macht, was das Besondere ist, er zeigt Menschen. Er zeigt Menschen, wie sie sind. Richtig, es sind schöne Menschen, es sind schöne Frauen, es sind schöne Männer. Aber da gibt es also eine Person dahinter. Und was ich sage, er hat den Frauen in seiner Bildwelt, und das sind vornehmlich Frauen, hat eine Präsenz gegeben. Und das ist ein wichtiger, ein großer Fortschritt, das auch für ihn und auch für seine Art, für seine Kunst. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Er hat seinen Menschen in seiner persönlichen Antike, und er differenziert nicht zwischen römischer und griechischer Antike, aber das nimmt er sich einfach aus sich heraus. Das ist sein Ding, er kann tun und lassen, was er will, aber er bleibt in seiner Welt, zeigt uns, die visualisiert uns, aber er zeigt sozusagen, er gibt den Menschen in seinen Bildern und vor allem den Frauen eine Präsenz. Er gibt ihnen noch keine Stimme, da war die Zeit noch nicht weit. Das passiert dann noch wenige Jahre später, aber er gibt ihnen Präsenz. Und deswegen liegt das ganz Besondere auch in dieser Ausstellung, weil es wirklich wunderbar rüberkommt. Also auf der einen Seite ist dieser Aspekt wichtig, denke ich, und auf der anderen Seite, glaube ich, das ist ein Kapitel, das man neu aufschlagen kann, dass man sich vielleicht noch intensiver mit der Fotografie auseinandersetzt, sein Werk diesbezüglich analysiert und vor allem das Thema des Halbschattens einmal herleitet. Und das ist wirklich ein Thema, das nur aus der Fotografie kommt. So, jetzt höre ich auch mit meinem Monolog und vielleicht noch ein Wort noch am Ende, weil ich gesagt habe, also warum auch in Wien. Wir haben ein Gemälde von Albert Adenauer in Wien. Das wurde also 1893 wurde das gekauft für die Akademie, für die Sammlung im Kurs. Und dieses Bild, es ist hier in einem der Räume, so ein großes quadratisches Bild, Sie werden es sehen, war 1903 in diesem Museum, in diesen Räumen, in der modernen Galerie damals ausgestellt. Also sogar Albert Adenauer war 1903 als einer der ganz großen Meister der klassischen Moderne, hier im BMD, in der Moderne Galerie 1903 ausgestellt. Dankeschön.